Gleich neben der markanten Architektur der Cruzenia-Therme findet man das Haus des Gastes. Hier kann man sich für 7 Euro pro Rad für unsere Tagestour ausrüsten. Ob mit Fahrrad oder ohne, die grünen Oasen von Bad Kreuznach sind so oder so gut zu erreichen. Dieser nette Herr hat sich nun fürs Laufen entschlossen. Er leitet das Tourismusbüro und führt uns als erstes in den Schlosspark. Unser Schlosspark ist ein faszinierender, romantischer Landschaftspark mit Teichanlage, Schlösschen. Der hat seinen ganz eigenen Zauber, eigentlich bei jedem Wetter. Der Schlosspark war Teil eines alten Ritterguts, das die weiten Flächen als Baumgarten nutzte. Und so trifft man auch heute noch immer wieder auf seltene Bäume. Diese mächtige Sumpfzypresse offenbart ihre ungewöhnliche Erscheinung erst unten rund um den Stamm. Wie Erdmännchen ragen die knorrigen Luftwurzeln aus dem Boden heraus. Ungewöhnlich, der Park hat auch 3 Museen. Wir haben die Römerhalle mit Überresten einer römischen Villa. Wir haben das Museum für Puppentheaterkultur mit einer der größten Puppenspielsammlungen Deutschlands. Und wir haben das Schlossparkmuseum mit seiner kulturgeschichtlichen Sammlung. Das ehemalige Wohnhaus im Rittergut beherbergt das Schlossparkmuseum. Hier begegnet man den wichtigen Personen und Zeugnissen der Stadtgeschichte, von der Antike bis zur Gegenwart. Schon allein die schmucken Räume sind den Eintritt wert. Ein paar Schritte weiter wird's interessant für Kinder. Eintauchen in eine längst vergangene Welt. Wir befinden uns hier in der Römerhalle. Die steht genau da, wo einmal eine römische Villa stand. Ein riesiges Gebäude. Überreste daraus sind hier versammelt. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen 2 Mosaikböden. Sie zeigen Zirkusspiele und Meeresmotive und gehören zu den großartigen Überresten der Römerzeit und vieles andere, was zum römischen Alltagsleben zeugt. So zum Beispiel die fortschrittliche Fußbodenheizung. Schon vor 2000 Jahren erwärmte sie den darüberliegenden Boden mit den kämpferischen Gladiatoren. Und dem Gutsherrn gestaltete sie die langen Winterabende behaglich. Ab und zu werden hier auch Workshops für Kinder angeboten. Unter dem benachbarten Türmchen wartete das PUK auf seine kleinen Besucher. PUK heißt Puppentheaterkultur und meint die einzigartige Sammlung von 2000 Marionetten. Sein Weg hierher fand auch Bernd das Brot im Original. Im Theatersaal lassen regelmäßige Vorführungen immer wieder die hölzernen Puppen lebendig werden. Das Familienticket, gültig für alle 3 Museen im Schlosspark, gibt's für 12 Euro. Ortswechsel. Nach so viel Kultur sollte man mal in Ruhe die Sohlezerstäubung im Kurpark genießen. Das ist erholsam und natürlich zugleich auch heilsam. Nach dieser Rast geht es weiter die Nahe entlang zum nächsten Park. Eigentlich erbte die Stadt den Oranienpark in den 50er Jahren, damit sie hier eine Golfanlage errichtete. Realisiert hat sie aber nur einen Minigolfplatz. Gut für den Park, denn so konnte die hübsche historische Gestaltung weitgehend erhalten bleiben. Noch ein weiteres Stück die Nahe entlang, schon erreicht man das berühmte Salinental. Verblüffend, dass die Salinen ursprünglich industriellen Zwecken dienten. Mit Hilfe dieser gewaltigen Gradierwerke, das sind Schwarzdornhecken, an denen die Sola herabrieselt, haben wir in Bad Kreuznach über 200 Jahre lang Salz erzeugt. Bald erkannte man den heilenden Effekt dieser Anlagen. Kreuznach machte Karriere als Kurstadt. Die Gradierwerke erzeugen in ihrem Umfeld eine salzige Meeresbrise. Das ist gut für die Atemwege und gut für die Haut. Die weltweit größte Anlage dieser Art kann man über 2 Wege verlassen. Entweder mit dem Fahrrad am Naheufer zurück zum Ausgangspunkt. Oder wer noch gut zu Fuß ist, kann den schon fast alpinen Höhenweg 2 benutzen und entdeckt das gerade Gesehene von einer ganz neuen Perspektive. Die beiden Varianten des Rundwegs bieten wir übrigens auch als GPS-Tracks zum Runterladen an.